Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Metro 2033. Unmann müsste an der schwarzen Station warten. Ah, das ist aber schön. Verdammt! Oh, sollte ich wirklich Duken? Diesen Schrott bauen. Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, Duken oder schießen. Okay. Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Oh, das klingt nett. Ich würde die GEMA kennenlernen. Komm bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Ich habe auch ein wenig Angst, muss ich wirklich zugeben. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn, Option. Schließ die Tür. Und ich kann ihn nicht plündern. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Und los, Panzerung in Deckung. Okay. Scheint, als wäre hier niemand, der uns wirklich was anhaben könnte. Das gefällt mir. Einbrecher? Okay, jetzt bin ich wirklich interessiert, was das ist. Brechen Sie in das Depot unbemerkt in die Station ein und töten Sie den ersten Wachmann. Okay. So, gerade scheint es wieder relativ flüssig mit der Aufnahme zu laufen. Puh, Gott sei Dank, dass Sie keinen Wagen haben. Sonst hätten Sie uns in diesem Tunnel erwischt. Oh ja. Was ist denn das? Da war doch immer. Haben Sie in die Luft gejagt? Links! Oh Gott, das ist hier. Die Barrikaden sind weg. Scheiße. Dranbleiben. Dann wäre ich gerade fast erschlagen worden. Oh Gott, und Wasser und was kommt hier noch alles auf uns zu? Am besten kommt jetzt auch noch ein Monster. Ah. Toll, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Monster. Ah. Schrecklich. Trotzdem bin ich froh über meine Sniper-Kalasch. Kann man über solche Schienen rüberfahren, frage ich mich. Ich kann auch noch auf der Spur bleiben. Das Depot. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Oh, Erinnerung kommen hoch. Und da Erinnerungen hochkommen, bin ich vorbereitet. Oh Gott, macht mir das gerade Angst. Was heißt? Töte sie, sonst kommen wir nie hier raus. Okay, reicht es auch. Tja, ich liebe diese Shotgun. Ja, Schnauze. Ich bin zu dumm, um das alles hier zu checken, also. Wo ist noch nur Salis? Da. Weg da. Und du auch weg. Weg, hab ich gesagt. Ich hab gesagt, stirb. Ich hab keinen Bock zu sterben. Okay, das muss jetzt sein. Das ist geskriptet. Okay, jetzt muss ich zum Glück nur in diese eine Richtung schauen. Das hat mich ein bisschen an Sonic und der Schwarze Ritter gerade, diese Szene so. Ahui! Geht abwärts, wie eine Achterbahn. Aua. 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 Oh. Hat er gerade fuck gesagt? Nice. Das war wirklich knapp. Vom Schicksal vorher bestimmt. Ich laber euch jetzt schon wieder seit 10 Minuten voll. Mann, habe ich... nicht seit 10, seit 5.
Boah, ich ein Talent für sowas. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe das Talent, die Zeit von Leuten zu verschwenden. Fallen. Wenn da Fallen sind, heißt ja, da ist was Gutes. Das habe ich schon gelernt. Flinke. Boah, wie viele Errungenschaften ich auf einmal krieg. Entschärfen Sie 10 Drahtfallen. Das hatte ich ja vorher noch gar nicht. Das heißt, hier muss etwas sein. Wenn hier nichts ist, dann bin ich enttäuscht. Und hier ist wirklich nichts. Doch. Hier ist etwas. Mehr nicht? Kann man hier nicht irgendwie hier rein? Ich würde nämlich schon gerne mal hier in den Wagen reingehen. Dann kann man hier eine Menge drin loopen. Soweit ich das weiß. Und boah, habe ich gerade Kratzen im Hals. Wieso nehme ich denn überhaupt auf? Oh, ich will euch halt einfach täglich mit Content verwöhnen. Nicht so wie die anderen, die einfach mal einen Tag auslassen. Das kann ich doch nicht machen. Es sei denn, ich werde wirklich krank, aber ich werde ja nie wirklich krank, also. Oder selten, eher gesagt. Hast du irgendwas dabei? Ja, da hat was dabei. Das finde ich aber schön. Bin ich wirklich sehr nett von dir und zuvorkommt. Und das nicht, aber kann ich vielleicht eventuell deine Gasmaske? Na, dann halt nicht. Puh. Arschloch. Fällt ihm einfach nicht seine Gasmaske gegen, obwohl er schon tot ist. So ein Arsch. Oh, schon am Ende des Kapitels. Es ging ja schnell. Nach Babels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. So, hier bin ich jetzt aus dieser Röhre rausgekrochen. Aber da kann ich nicht mehr zurück. Ich werde jetzt mit höchster Vorsicht hier einsteigen. Weil. Oh, das sind Befreundete. Ein Mensch! Aber wie? Komm her, schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief in der Scheiße. Und du jetzt auch. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Was für Munition? Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Also wirklich viel war das jetzt nicht, muss ich zugeben. Spürst du das? Sie sind jetzt in der Nähe. Ja, da ich ja auch wirklich eine Menge Munition verschwende. Für mich irgendwie jede Munition, die ich nicht habe, zu wenig. Was ist das? Was ist das gerade? Das man bitte einer sagen, das macht mir ein wenig Angst. Dieser Wind. Und dieser Wind soll uns alle getötet haben. Wow, ist das genau das so gleiche wie die. Gar nicht langweilig. Also genau das gleiche wie die Feinde daher. Verdammt, verdammt!
Ja, du hast genau das gleiche wie die Feinde, also das ist gerade ein kleiner Manko am Spiel und einfach Munition sammeln. Ich liebe es, Munition zu sammeln. Das heißt, die kommen nur von da oben. Oh Gott, ich habe das Gefühl, es ruckelt gerade wieder die ganze Zeit. Aber irgendwie tut's das auch nicht. Hallo? Stirbst du auch endlich mal? Gut, so habe ich eine Shotgun, wenn ich die nicht benutzen kann. Wie springen die anderen auf mich raus? Einen Moment. So, da war jetzt mal kurz eine Unterbrechung von ganz genau 30 Minuten. Wow. Und im TS ist mir ein kleiner Gast dazu gejoint für die restlichen paar Minuten. Ja, ich, ne? Ah! Nur Salis! Ah! Was zockst du denn gerade? Metro. Nehme ich gerade auf. Metro. Ja. Und mein PC ist in letzter Zeit wirklich schlecht geworden. Mhm. Ja. Hast du schon die 20-Schuss-Shotgun? Ich habe die 2-Schuss-Shotgun, aber ich habe das Spiel auch von meinem PC gelöscht. So. In der Speichern so. Ja, ich zock das ja noch gerade die ganze Zeit und ich habe. Du kriegst hier später eine Shotgun mit 20 Schuss im Magazin. Egal. Ah. Ah! No, sa, list. Wo? Wo? Da! Da! Nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ah, scheiße. Ah, das hat aber eine schöne Nachladezeit. Ah, du. Nein. Toll, schau ich mir hier schon mal einen Gast an wie den Nico, der so sonst kaum Zeit hat und dann sagt er nichts, ne? Ja, wieso nicht? Der total beschäftigt den Nico, der andauernd am Aufnahmen ist, am Aufnehmen ist. Da Max Payne, da Max Payne ja fast vorbei ist. Ja, das heißt ein Glück, aber. Ist das noch bald vorbei? Hm. Was machst du denn nach Max Payne als Singleplayer-Projekt? Nicht Together, da haben wir ja schon ein paar was. Ja, eben, ich weiß, ich denke, ich behalte das als. Nehme das als Hauptprojekt. So, naja. Ich weiß nicht, was man. Vom Speicher her, was man PC da so gewacken kriegt. Vielleicht kriege ich auch irgendwas hin, mal schauen. Ich muss auch gucken, ob das Spiel, das ich nach Metro machen möchte, auch so funktioniert. Wenn nicht, dann bin ich angearscht, dann nicht. Oh ja, die ganze Munition von meinen verbündeten, gefallenen Freunden klauen. Oh ja, das macht mich so geil. Oh, Munition. Überall Munition, Medipacks. Oh. Nico? Du weißt, dass ich süchtig nach Munition und sowas bin, ne? Ja, sag ich mal. Weil ich habe kaum noch Shotgun-Munition. Ich habe nur noch insgesamt 18 Schuss. Ich habe in meiner AK noch 248, okay. Ich dachte schon, ich hätte die wieder mit Elite-Mun geladen. Ein Kumpel, ne? Aus meiner Klasse, der hat mir erzählt, der hatte irgendwie so 200 von dieser Elite-Munition, hat er nicht gelernt. Lädt das so, das Sturmgewehr auf jeden Fall, lädt das so nach, baut das komplette Ding fast leer, wundert sich, wieso er schon keine Munition mehr hat, er hatte eigentlich, ja, auf jeden Fall deutlich mehr als 200 Schuss. Wunderte sich, wieso das leer ist, guckt so nach, es fällt ihm auf, dass er Elite-Munition verweigert hat. Oh. Das heißt, was ich voll fies finde, der Typ sagt, ich werde nicht mehr lange leben. Der hat so voll viel Munition bei sich, will, dass ich in der Polis was für ihn abgebe und der stirbt einfach nicht, so dass ich den plündern kann.
Kann ich dich töten? Bist du den? Kann ich vielleicht... Vielleicht funktioniert das ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht... Und? Das habe ich jetzt nicht ernsthaft gemacht, oder? Das ist jetzt nicht ernsthaft passiert! Was? Okay, ich dachte schon. Ja, ich habe den versucht, mit einer Granate in die Luft zu sprengen. Oh. Wer ist da? Max. Max, ah! Ach. Ah, da hat er Max es auch endlich mal auf TS geschafft. Ja, in der Tat. Ja, und der Typ lebt immer noch, obwohl ich den mit einer Granate voll... Na. Hör, beim Metro? Ja. Hast du es auch gezockt? Bei Hello Kitty, meine ich. Ach, Hello Kitty? Ja, du, Alter, da müssen wir morgen noch mal ein bisschen suchten. Auf los, ich nehme Hello Kitty auf. Ja, Alter, ich habe gerade mal einen Schwimmreif, also wundere dich nicht. Ich habe schon das Honigkuchenpferd. Oh, was für eine Sucht, die Alte. Ja. Oh, Mun. Gibt halt einfach kein besseres Spiel, nicht wahr? Hm. Ich hab das nur irgendwann mal gehört, gibt's da wirklich ein Honigkuchenpferd? Ich hab keinen Plan. Das wird so geil. Nur deswegen lohnt, würde sich anfangen, das Spiel zu zocken. Würde sich und da ist noch Mun. Mun. Was ist denn im Moment gerade euer Gesprächsthema? Ich bin gerade hier gerade mitten in der Aufnahme von Metro 2033. Genau. Ja, schon klar, aber in der Aufnahme redest du ja auch irgendwas oder kommentierst du komplett nur aufs Spiel fixiert? Eigentlich aufs Spiel fixiert, je nachdem wie mir gerade ist. Okay. Manchmal, wenn mir langweilig ist, dann schände ich auch ein paar Leichen. Okay. Kenn ich. Also meinst du jetzt Ingame oder Outgame? Ingame. Kenn ich nicht. Ja. Hübsche kleine lustige Runde, aber... Die kann ich nicht mehr schänden, die hat nur noch ein Bein. Also. Oh, da macht's doch erst richtig Spaß. Nein, ich will da hier über der Niveaugrenze bleiben, auch wenn es keine gibt. Niveau? Wie schön wird man ganz das? Kurz weg, muss man meine Tür wieder einhängen. Bei uns wird gerade das Glasfaserkabel gelegt. Zerlegt? Oh, da kannst du ja schon sicher was abgeben. Wird gelegt. Oh, wunderbar. Wait. Okay, wie komme ich jetzt hier hoch? Hier. Danke. Plündern! Da nicht reinfallen, sonst ist man instant death wieder. Munition ist immer gut. Stirb! Mistvieh. Wo ist das zweite? Da ist das zweite Vieh. Ratten. Wie Ratten. Und sogar noch schlimmer. Munition sparen, FTW und so. Lauf gerade mit dem Messer durch die Gegend. Weißt du, dass es gar nicht mal so leicht ist, alleine eine Tür wieder einzuhängen, vor allem weil du beide Löcher gleichzeitig treffen musst. Oh, ja, das ist schrecklich. Ja, ich hab's gepackt. Ah! Nur weil ich Munition sparen will. Du willst Munition sparen, das ist doch schrecklich unnötig. Hier beim Metro nicht. Ich hab nämlich nicht mehr viel Shotgun-Money. Wenn du zielen kannst, dann ist es nicht nötig. Ja, aber wenn ich hier keine gute FPS-Zahl habe, weil mein PC gerade übelst am Abkacken ist, aus okay, so was für einem Grund auch immer. Da kann man gar nicht mehr spielen, wenn überhaupt. Naja, erst noch ein bisschen Far Cry 3 weiter zocken. Ah, du hast Far Cry 3, nice. Willst du das auch Let's Playen oder? Da ich es jetzt vorhab durchzuspielen, denke ich eher weniger. Ich wollte es eher das vorhanden zocken, aber wenn ich dann halt. Vielleicht später.
Später bin ich mir nicht sicher. Aber ich denke eher später schon. Eher später als jetzt, ich zock das erstmal privat so durch. Mhm. Wenn ich dann noch Bock auf das Game habe, was ich denke, was so geil ist. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Danke. Oh, ist das geil, wenn hier einfach nur irgendwelche Leichenhaufen drum liegen. Wenn die Leute von den Mutanten angegriffen worden sind, ich mir dann einfach die Munition schnappen kann, ohne irgendwas zu machen. Das um ihn. Ja, sowas ist echt geil. Ja. Ich hab schon wieder eine Mine, Alter. Okay, jetzt mach ich hier nach oben. Weil hier gibt's definitiv zu viele Minen. Im Moment gerade habt ihr ein spezielles Thema oder? Nö, spezielles Thema nicht. Wie gesagt, ich bin eigentlich eher der so nach dem Spielgeschehen aus dem spontan kommentiert. Ja, danke. Ah! Ich kann nicht zielen gerade. Da darf man nicht reinfallen, das ist doch tot. Das Einzige, was diesem Spiel noch fehlt, damit es mich aufregt, sind Instant Death Spikes. Wie Instant Death Spikes? Also so Stacheln, wo du reinfällst und dann sofort tot gehst, oder wie? Ja, wie bei Mega Man. Ich meine, es gibt Instant Death Gruben hier, aber... Ah, hier ist wieder dieses Luftdruckgewehr. Aber ich habe kein Interesse. Geht's hier weiter? Hoffentlich geht's hier. Es geht hier nicht weiter. Ich habe immer noch keinen Plan, wo ich hier lang muss. Das ist scheiße. Es war früher auch schon mal so beim ersten Durchspielen. But I have no clue where to go. I think I'm right here, right now. Gasmaske. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe gerade ein seltsames Geräusch gehört und mich gerade erschreckt. Ich glaube, das war ein Schlauch von Nico. Ich scheiße jetzt auf Munition plündern, da ich ein wenig Angst habe. Und dann umsnacken. Ja, mach das. Das Seltsame ist, wenn ich jetzt allein privat durch Zock. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Was ist passiert?